Boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss mich hier aber auf die Scheiße konzentrieren, die hier gerade abgeht. Komm her, komm her, komm her, komm her. Aha! Scheiße, Mann! Ja, okay, wir warten auf weitere Befehle. Was? Ach da! Meine Fresse, was hier abgeht. Ja, ich sehe es. Wo ist die 10 Uhr? Da! Ja, ist so, was hier abgeht. Keine Angst vor Bösem. Sie waren in der Bank gefangen. Ja, und uns lief die Zeit davon. Genau wie jetzt. Die kamen also dann in die Stadt. Wo war das? Draußen war ein Platz. Wir hatten die Bombe und warteten in der Bank auf Miller und Anvil 3. Ich funkte sie an, um zu fragen, wann die Ablösung kommen würde. Sie sagten 3 Minuten. In 3 Minuten werden wir da sein. Hört sich nicht so gut an. Komme ich wieder in diese Position von Sergeant Blackburn? Habe ich mich jetzt gerade herbock? Oh, Miller! Ah! Jonathan Miller, 1st Marine Tank Battalion. Scheiß auf sehr schmal. Durch da. Ja, geht, ne? Sehr schmal. Was denn? Ist der Panzer ausgefallen oder was? Wir sind getroffen! Fahrer, bring uns hier raus! Luke, drei Reihen getroffen!
Was wo denn hin? Ganz ruhig, Konzentration. Konzentration! Verdammt! Was hier abgeht. Boah, kurz hängen gehabt. Ich komm da nicht hoch! Was zum Henker war das denn? Bringt den Dampf wieder in die Gänge. Hat sich jemand erwischt? Ist okay, aber keine Panzerfahrt. Winner, geh hoch! Sieh nach, was abgeht! Scheiße, es sind unsere! Ich frage mich, wo die anderen Panzer sind. Wir waren noch zu dritt. Ich weiß, dass einer auf jeden Fall weg war. Ihr Wichser. Scheiße, wir kommen hier nicht mehr raus. Scheiße! Was zum... Scheiße. Oh, nee. Oh, Müller. Hallo. Mr. Miller? Richtig? Ja, ich bin Mr. Miller. Amerikaner. Und Ihre Souvenirs. Das ist kein Souvenir. Ihrem Kind? Ja. Ich kann den Namen lesen. Johnny Miller. Versuch's nicht erst. Ich bitte ihn nicht zu sehr
Ach, Kinder gewöhnen sich schnell an diese kleinen Dinger und weinen tagelang. Wenn sie sie verlieren, wissen sie warum? Diese kleinen Dinger erinnern sie daran, dass sie geliebt werden. Aber Verluste gehören zum Erwachsenwerden dazu, nicht? Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwendbarkeit des Todes akzeptieren, Mr. Miller. Die Unabwendbarkeit, Mr. Miller. Verstehen Sie? Mein Vater hat mich das gelehrt. Ja, super. Für Ihr Kind werden Sie also ein Held sein. Ich hoffe, das tröstet Sie etwas. Keinsterweise. In keinster Weise. Amadei. Hey, John. Was? Eine Schande. Ihr kommt in unser Land, um uns zu töten und nennt uns dann Terroristen, weil wir unsere Nation und unser Volk schützen. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst. Was? Nein. Fuck. Oh, fuck. Mission Nachtschicht. Scheiße, Mann. Jetzt wird Millers Sohn ohne Vater aufwachsen. Oh, oh, Solomon. Ich krieg dich noch. Hübsches Bild, nicht wahr? Widerwärtig, aber es bringt Solomon nicht mit der Bombe in Verbindung. Haben Sie sonst noch was, Sergeant? Ob ich noch was habe? Was wollen Sie denn noch? Sie haben doch gesehen, wie er Miller getötet hat. Sergeant, Ihre Fingerabdrücke und die Ihres Kumpels Dima ziehen sich durch die ganze Geschichte. Sind Sie ein scheiß Bulle? Auf wessen Seite stehen Sie? Sie waren in dem Raum, wo dieses Video aufgenommen wurde und in der Bank, wo die Bomben gefunden wurden. Ja, ganz recht. Wir fanden die drei Bombenvorrichtungen, die zerrissenen Karten. Solomon war mit Al-Bashir auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg. Ihr Beweis ist weg. Sie haben gar nichts. Ja? Gut, wann war denn das? Sind Sie sicher? Okay, danke. Der riecht mich richtig auf, dieser Hässige da hinten. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Decknamen in New York ins Netz gegangen. Da haben Sie es schon. An Ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war. Ach ja? Wann denn? Als wir ihn verfolgt haben. Camper und ich. Dieses böser Bulle, guter Bulle-Spiel geht mir richtig auf den Nerven. Was der meint, ich lüge, ey. Wir sind immer noch im Iran. 1-3 ist bereit, over. Verstanden. Kommt schnell zu euch, out. Ah. 2. November. Das ist Cole. Warum zum Teufel fährt er den Sturmtrupp an? Irgendwas stimmt da nicht. Sollte nicht so offen hier stehen. Okay. Knips die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Ich kann das nicht erkennen. Beeil, Sie können erst landen, wenn es da unten dunkel ist. Noch zwei. Ja, das weiß ich selber. Mehr davon. Ja, ruhig. Das Licht blendet mich total. Guter Schuss. 1-4, LZ gesichert. Habe Sichtkontakt. Oh. Landezone ist dunkel, wenn ihr das wollt. Was sind wir denn hier? Es ist ein Thermalvisier? Ein Nachtsichtvisier ist ja scheiße. Das ist keine Nachtsicht. Das ist Thermalsicht. Hab mich nur gewundert, weil das auch ganz orange ist.